Kal-El bedankt sich bei den Let's Dance-Fans. Die Hüften schwingt er jetzt nur noch am Herd. Nach seinem Aus bei Let's Dance hat sich TV-Koch Kakal bei den Zuschauern bedankt. Es war besser, aber nicht großartig, urteilte TV-Juror Joachim Lambi, 53, am Freitagabend über Kakals, 45, Leistung bei Let's Dance. Zwar hatte der prominente Koch sich deutlich gesteigert und nach miserablen 7 Punkten in der vorangegangenen Episode zumindest 12 Zähler verbuchen können, am Schluss sollte dies aber nicht reichen. Kakal musste das Studioparkett für immer verlassen. Via Social Media bedankte sich der 45-Jährige noch einmal, seine Partnerin war die Beste. Danke an alle, die an uns geglaubt haben, schreibt Kakal unter anderem bei Instagram. Danke an RTL, an Seapoint-AMM Gerät, die Produktionsfirma hinter Let's Dance, und an Martha Arndt, die beste Tänzerin der Welt. Die Profi-Tänzerin hatte in den Jahren zuvor unter anderem auch mit Jörg Dräger, 72, und Lars Riedel, 50, an der Show teilgenommen. In einem begleitenden Videoclip bedankt sich Kakal noch einmal bei allen, die für ihn angerufen haben und dafür, dass er es bis in die 4. Folge geschafft hat. Vor ihm waren Heiko Lochmann, 18, von den Lochis, Schauspielerin Tina Ruland, 51, und Bachelorette, Jessica Pastzka, 27, ausgeschieden.